Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, wir stehen hier bereits mit einer Rakete auf der Startbahn. Oder auf der Rampe, auf der Startrampe. Auf Startrampe Nummer 3. Ihr kennt diese Rakete nicht, ihr habt sie noch nie gesehen, denn ich habe sie jetzt gerade vorhin erst gebaut. Mit einem kleinen Gerät oben drin. Und ich habe gedacht, wir machen heute einfach mal nur einen Flug, ganz gemütlich. Hier mit The Finboy, wie ich ihn aktuell nenne. Er hat simple 2 Stages. Und wird in Zukunft hoffentlich so umgebaut werden können, dass es minimal Payload in Low Carbon Orbit schießen kann und von dort aus und dann sozusagen wieder zurückkommen zum Landen kann. Deswegen würde ich jetzt sagen, nicht lang schnacken. Wir haben alles hochgefahren. Countdown. Und los geht es. Mit viel Wucht schießen wir jetzt in die Atmosphäre und haben jetzt mittlerweile schon fast 100 Meter pro Sekunde erreicht. Sind bei fast einem Kilometer schon über dem Boden. Eine wahrscheinlich unserer eher flotteren Raketen in der letzten Zeit. Ist aber auch lightweight gebaut. So, wir müssen uns ein bisschen an die Flugbahn halten. Sonst haben wir nicht bald wieder ein bisschen Problem. Hopp, genau, das sollte nicht passieren. Ich hoffe, ich krieg's korrigiert. 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 Oh. Knapp, Junge. Hat jetzt aber echt Glück, du. Uiuiuiui. So mehr Glück als Verstand. Hei, 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 hei. Ah, wir sind gut unterwegs. Die Rakete gibt Gas, so wie sie es machen soll. Hat schon 4000 oder 50 Kilometer Apoapsis erreicht. Jetzt hat langsam hat sich die Steuerung umgestellt, weil andere Atmosphärenhöhe. Ja, wir sind schon bei 70, bedeutet, wir gehen jetzt runter. So. Wir brennen die Stage jetzt aus. In Zukunft würde es wahrscheinlich eher weniger mit dieser Stage passieren. Alter, dieser Drift, ist ja der Horror. Okay, und runterfahren, dekoppeln. Hier ist unsere zweite Stufe. Die erste Stufe haut schon ab. Richte dich mal frontal aus, wenn es geht. Kriegst du es hin oder driftest du dann wieder ab? Warum driften diese Raketen ab? Ich check's ehrlich gesagt nicht. Liebes Kerbal Space Program Team, ich glaube, ihr habt ein Bug-in erzeugt bei euch im Spiel. So, jetzt müssen wir aber erstmal bis zum Apoapsis kommen, der ist noch 3 Minuten entfernt. Und wir sind auch noch in der Atmosphäre drin. Und er kommt ab zum... Ja, up, ausrichten wieder. So. Ist eine Katastrophe, ich sag's. Ich sag, wie es ist. Gut, aber dann hat sich das Ding ja schon in Orbit gebracht. Das ist ja schon mal mega geil. Das war echt der ganze Sinn hinter. Wie gesagt, das Ding soll ja in Zukunft landen. Das ist einer der Gründe, warum das Ding natürlich so viel Power jetzt unter den Arsch hat. Wir spulen mal vor zum Punkt, wo wir was sehen.
Vorspulen zum Punkt. Wie lange sind wir denn aktuell im Flugzeug schon unterwegs? 28 Tage ist es, glaube ich, nicht. 9 Minuten, 11 Minuten? Das ging schnell. Okay, unsere Base ist, glaube ich, noch nicht hier irgendwo in Sichtweite. Die ist leider noch auf der dunklen Seite. Aber jetzt können wir mal revealen, was sich eigentlich hier drin befindet. Wenn das Ding nicht noch einen Drift haben würde, würde es auch gut gehen. Wir öffnen den Laderaum. Und hier drin befindet sich ein tiny kleiner, aber auch süßer Orbiter. Den dekappeln wir jetzt. Aktivieren das Ionentriebwerk einmal kurz, um ein bisschen Abstand zu generieren. Und ich glaube, das Ding hat auch schon wieder einen Drift. Wir fahren jetzt mal die Solarpaneele aus. Und natürlich noch die Hauptantenne. Denn das soll einer unserer Kommunikationssatelliten werden für den Orbit, der auch seinen Orbit ändern kann und anpassen kann. Deswegen hat er ein Ionentriebwerk, das alleine 12.000 MS erzeugen kann. Ich will nicht einmal schauen, nachher noch mit euch, ob wir das Ding in einem wirklich hohen Orbit kriegen können. Aber jetzt erstmal zurück zu unserer Hauptkapsel. Die muss ich jetzt erstmal wieder schließen und dann gegen den Periapsis richten. Denn immerhin soll sie zurück auf die Erde kommen und jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht eine Landung nur mit normalen Triebwerken hinbekommen. Wir bremsen jetzt mal ein bisschen runter. Eine Landlandung wäre von Vorteil für uns. Gut. Dann heißt es jetzt vorspulen und schauen, was das Ding drauf hat. So schon. Wie gesagt, der Sinn dahinter ist mal was Wiederverwertbares zu bauen. So, schauen wir mal. Jetzt geht's zurück in die Atmosphäre. Das kostet natürlich auch schon viel Energie. Aber es ist ja nur ein Versuch. Wir werden sehen, was passiert, wenn wir die Maschine hochfahren anfangen. Wir müssen bloß den passenden Zeitpunkt dafür finden. Aktuell 2000 MS pro Sekunde auf dem Tacho. Schauen wir, wie viel er schafft. Ah, ich glaube, er schafft es nicht. Es könnte doch klappen. Uppala. Ich werde planen hier. Uppala, Pause. Oh. Ist das Triebwerk jetzt leer, oder was ist jetzt passiert? Die Grundidee funktioniert. Ich hätte ein paar Fallschirme oben einbauen müssen und dann, wenn wir tief genug waren, hätte ich die Fallschirme zünden müssen. Aber ja, der Sinn hat funktioniert. Wir können jetzt in die Ortungsstation gehen. Und anhand der Technik, die wir jetzt herausgefunden haben, versuchen wir, unser Gerät in den Weltraum hochzuschießen. So, wo ist er denn? Das ist der hier. Schau mal, Himmelskörper, nee, Raumfahrzeuge. Das müsste ja der Finnboy sein, oder? Zentrieren. Und Steuerung. Welches aktives Raumfahrzeug?
Dein Flugzeug wird zum FAZ zurückgelenkt. Nicht zurückkehren, Rückkehr bestätigen. FZF. Fahrzeugfabrik. Nein, 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 wir wollen da nicht zurück. Fliege ich angeblich noch das eine Teil oder was? Ich will sie finden, wo wir jetzt fliegen. Lass mich einfach den Finboy steuern. Gut. Wir richten ihn frontal aus, genau. Das wird jetzt kurz dauern, aber wir können ihn rein theoretisch vorspulen. Nicht? Ist es noch der falsche Vorspulmodus vielleicht? Er hat denselben Fehler wie die anderen. Ahi, ahi, ahi. Geben wir ihm mal die Zeit und er soll mal zeigen, was er drauf hat. Einfach den Orbit erhöhen. Das ist mega cool, ich kann jetzt einfach so vorspulen. Er hält bloß halt leider nicht die Position so wirklich. So wie man sich das vorstellt. Oh, er hat den Strom verloren. Yep. Aber er sollte auf jeden Fall den Orbit erhöht haben. Yep. Und zwar schon significant. Dann wird sie wieder hier vorspulen. Dann sollte das Teil wieder Energie kriegen. Und rein theoretisch. Ich mache mal probieren, ob ich mit Alt irgendwas verändere. Also, ich habe gar nichts aktiviert, warte mal. So, 300.000 und langsam erhöht sich der Orbit. Deaktivieren, aber wir sind trotzdem schon wieder ein bisschen höher und das müsste man, muss man jetzt halt immer und immer wieder machen. Wenn wir sagen, okay, wir wollen hier Manöverplan hinzufügen. Und sagen, wir wollen mit dem am Ende, wenn der Periapsis mal hier verschwinden würde. Hä? Was ist denn jetzt mit dem... Wenn ich am Periapsis das hier mache... Warum passiert das hier? Ist der im Arsch? What the fuck? Okay. Ja, wir spulen einfach mal hier hin vor. Dann müssen wir das selber ein bisschen planen. Schauen wir mal. Ist es weird? Also was ihm zum Beispiel fehlt, ist, dass er eine bessere Steuerung hat. So, wir stellen den jetzt hier so ein bisschen ein. Stopp. Und dann kann ich jetzt wieder vorspulen.
Wenn ich es gut getimt habe, ist er bei der Minute. Nein, habe ich nicht. Aber so ungefähr war ich in der richtigen Richtung. Und wir haben wieder das Triebwerk ausgeschaltet. Und wir sind schon bei 500. Und es entwickelt sich rein theoretisch einfach immer Stück für Stück und Stück und Stück so weiter. Das ist halt der Xenon-Antrieb. Langsam aber effektiv. Wenn ihr euch das anschaut, wir haben immer noch 12.000 MS in dem Ding drin. Das ist bescheuert. Sehen wir mal probieren, was passiert, wenn ich hier ein Manöver hinzufüge. Und sage, ey. Hä? Was passiert hier? Oder berechnet er das auf die Zeit, die wir brauchen, um diesen... um das auszuführen. Was passiert hier? Schaut euch das an. Das schaut nicht nur komisch aus, das schaut sehr, sehr weird aus. What the fuck? Er berechnet wahrscheinlich, wenn du hier zündest und Gas gibst die ganze Zeit, was passiert dir? Würde ich irgendwie so sagen, circa. Aber auch mal interessant. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben es geschafft, oder wir sind im Orbit gelandet, so wie geplant. Wir werden in der Zukunft wahrscheinlich nochmal Heavyon ein bisschen anpassen. Damit wir mit ihm zum nicht nur zum Minus kommen, sondern auch noch weiter die ganzen Systeme woanders hinschicken können. Aber bis dahin haben wir es geschafft, unseren ersten Kommunikationssatelliten hochzuschicken. Den werden wir dann vielleicht in derselben Variante auch nochmal zum Mann schicken. Aber das werde ich vielleicht einfach offline machen. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.